Hallo, liebe Angelfreunde, ich begrüße euch hier aus der Angelanlage Millerscheid zu einem Forellensee-Video und ich bin heute nicht alleine hier oder mit dem Ewald. Ich habe mir heute richtig kompetente Unterstützung besorgt fürs Winterangeln, denn wir wollen heute Winterangeln am Forellensee machen und zwar das Ehrentraut-Team um den Daniel, den Jörg und um meinen Lieblingsangelsenior, sage ich immer, den Andi. Wir werden heute, ich hab's gesagt, Winterangeln am Forellensee machen. Ihr seid heiß, Jungs? Richtig heiß, sowas von. Das wollte ich hören. Ich sage schon mal vorweg, der Andi macht heute eigentlich meinen Part. Der macht nämlich heute Standangeln bzw. Sitzangeln. Die zwei hier angeln aktiv. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal so alles parat, legen dann los, erklären, wie wir vorgehen im Winter, damit ihr das mal nachmachen könnt. Viel Spaß beim Video, jetzt geht's los. Vorne vor den Füßen was gesehen. Er hat den Fisch gesehen und ist wieder so viele Jahre schon dabei und immer noch so FG. Da musst du wieder Eier. Jetzt sehe ich auch den Fisch da vorne. Aber der beißt nicht, ja? Aber du machst doch Standangeln, ne? Ist das richtig? Gut, dann zeigst du mir jetzt im nächsten Schritt mal deine Montage für Standangeln im Winter. Gibst du mir ein bisschen Zeit? Nicht viel. Ein bisschen. Na gut, ein bisschen. So, ich bin hier beim Jörg. Jörg ist von der aktiven Fraktion heute. Moin. Was machst du denn Schönes? Ja, ich bin am Spoonen und probiere einen neuen Spoon aus, den wir jetzt im Programm haben, im 24er. Da zeig ich mal, der sieht ja auch ungewöhnlich aus. Ich nehme ihn mal in die Hand hier. Ein sogenannter Swirly. Ja, das Besondere ist halt eben mit dieser Achse hier. Also erstmal ist er ja wie so ein Propeller, würde ich sagen. Ne? Und dann hier mit dieser Achse noch, wo noch Perlen laufen. Also Perlen drin sind als Geräuschmittel. Ein ganz anderes Konzept als so die normalen Spoons. Den probieren wir aus, ne? Im Prinzip zwischen Spinner und Spoon. Mhm, also so ein Hybrid. Und wir können auch gleich mal gucken, wie er läuft. Ja. Aber diese aktive Angelei, die funktioniert im Winter ganz gut, ne? Die ist richtig gut. Man muss halt eben nur den Fisch suchen. Wenn man mal guckt, wie der sich dreht gerade, wenn man das hinkriegt. Ja. Kannst du wirklich schön im Lass noch mal, lass nochmal hier vorne laufen, damit der jemand das einfangen kann. Ja, der dreht sich wirklich gut. Ne, schnell oder langsam, je nachdem, wie man den einkurbelt, macht er also eine wirklich schöne Rotation. Ja. Und dann wollen wir gucken, ob die Ladies dann auch, den gibt es in 2,8 Gramm. Ja, sieht gut aus. In verschiedenen Farben halt und das ist das neue Programm 24. Ich stecke mir gleich mal ein. Dankeschön. Darfst du dir gerade mitnehmen und dann gucken wir mal, was die Ladies dazu sagen. Also du machst heute den Hybrid mit dem Spoon. Komplett. Spoon und wie Hybrid auf jeden Fall, habe ich gesagt. Genau. Und also aktive Fraktion. Aktiv. Daniel, du bist auch bei der aktiven Fraktion. Genau. Aber du hast mir gesagt, du machst was anderes oder hast was anderes als das normale Spoonangeln. Genau. Da bin ich natürlich neugierig. Ich habe mir da mal was ausgedacht. Okay. Und zwar sind das die neuen Hole-in-One-Spoons. Die kenne ich. Wenn man jetzt hier mal guckt, ist das ganz normal aufgebaut. Beziehungsweise ich habe den Haken mal ummontiert und habe den. Der ist ja normalerweise da unten. Der ist normalerweise da unten, genau. Und ich habe den jetzt mal nach oben gehängt und habe dann da einen Fünsch mit zugepackt, habe den gedippt. Okay. Und das läuft so verführerisch. Der Gedanke dahinter ist, dass man gerade bei dieser Winterangelei, wenn die Fische am Boden nahe stehen, die Köder möglichst dann auch da präsentieren sollte. Das heißt, wir haben halt das Problem, wenn wir normal mit Spoons angeln, wenn die Haken da sind, wo sie eigentlich hingehören, ans Ende, dass wir uns zu viel Blätter, Kraut, abgestorbenes, whatever, einfangen. Ja. Und ich wollte dementsprechend mal, das ist aus der Meeresangelei bekannt, so eine Überbissmontage machen und die gleichzeitig dementsprechend dippen, damit das noch ein bisschen verführerischer ist und man hat einen ganz langsamen Lauf, beziehungsweise man kann den Köder ganz langsam führen. Und du fängst das Grünzeug nicht ein. Und, ne? Und man fängt das Grünzeug Zeig das nicht doch ein. Mal hier im Uferbereich, genau. Damit man das auch versteht. Und man sieht ja jetzt hier dadurch, dass der Haken nicht unten ist, wo er sonst eigentlich hingehört, sondern oben, wo man den montiert, kann man den Boden nach führen. Und der Fringe, der spielt auch noch und so Und der Fringe, der spielt auch genau verführerisch rum und ist dann dementsprechend aber auch gedippt. Mit dem Knoblauch-Dip und so nochmal einen anderen Distanz. Das ist auf jeden Fall eine gute Methode, denke ich, um bodennah zu fischen im Winter, wenn die Fische tief stehen und um halt sich dieses Grünzeug nicht einzufangen. Und die Kombi mit dem Gummi finde ich interessant. Ja. Also ich würde sagen, fisch mal ein bisschen. Wir testen das mal. Wir testen das mal. Ist natürlich, wenn die Fische jetzt nicht ganz tief stehen, dann kann es nicht funktionieren. Nein. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Idee und wir gucken mal, vielleicht ist das auch was für euch zum Nachmachen, wir gucken mal, ob das was bringt. Genau. Also wirklich mal was anderes.
Hast dich erschrocken? Ja, das war mein Ziel. So, du alter Standangler. Also alt bist ja nicht, du bist ja in den besten Jahren. Aber jetzt wollte ich mal wissen, deine Standmethode hier. Sag dir ziemlich einfache Geschichte. Mhm. Ich habe hier vorne einen Glaskörper. Cheat-Drops. Ja, also ein ganz normales Glas, was du wahrscheinlich auf den Boden sinken lässt. Ne? Und dann habe ich hier ein kleines Klemmblei. Das die Auftriebshöhe festlegt. Genau. Ich weiß schon einiges. Du weißt schon einiges. Ja, ja. Und hier habe ich dann ein Fringe. Duck Fringe. Ja. Ohne Bienenmade. Also Gummi und Naturköder kombiniert. Hierbei ist es so, der Duck Fringe gilt zum einen als Auftriebskörper. Ja, der schwimmt ja auch, ne? Genau. Also, Mann, jetzt haben wir ja auch die Phase, wo das mit dem Leichen der Forellen losgeht. Ja. Jetzt stehen die auf die Farbe Orange. Ah. Die nicht im Rufen. Ah ja, okay. Und dann hast du noch die Bienenmade dabei. Die Bienenmade. Und dann wollt ihr erstmal riechen. Kenn ich schon. Ist sehr lecker. Dünner Spezial. Mhm. Einfach mal eingetaucht. Soll ich den zudrehen? Nicht, dass der dir jetzt über die Hand läuft. Dann haben wir hier aber Spaß. Und dann werfen wir aus das Ganze. Bin gespannt hier. Meister, da hinten ist immer gut. Und jetzt kommt das, was ich am besten finde. Rute ablegen. Und warten. Ich glaube, ich hole mir gleich noch einen Stuhl aus dem Auto, dann kann ich mich hier neben dich setzen. Ja, weil du hast hier die weichen Spitzen. Und darüber siehst du sofort, wenn du bist, hast da ist schon einer. Nee. Andi. Ist das richtig, was du machst? War es schon wieder? Oh, nee. Schon Biss gehabt, aber das war es, glaube ich. Also nicht so normal richtig. Schon wieder rein. Ja, ja, normal, ja, die nehmen den ja auch richtig. Sowohl den Gummiköder als auch die Bienenmade nehmen die ja richtig. Vor allem die fressen das Gummi ja. Da brauchst du einen Hakenlöser, damit das wieder rauskommt. Ja, 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 ja. Durch den Knoblauchtipp. Ja, ja, klar. Naja, kommt vielleicht noch. Ist lange gedauert. Es hat angefangen zu regnen. Und Andi hat den Fisch und ich darf keschern. Wenn du willst. Das mache ich gerne für dich. Also Stand, ich sag's ja, Stand ist immer gut. Gerade im Winter, wenn es kalt ist. Stand ist immer gut. Ich bin nicht umsonst so ein Freund des Standangelns. So, ich keschere dir den mal. Ich sehe, die hat den auch gut genommen. So, Petri. Wie lange hat es jetzt gedauert? Zu lange, Andi, zu lange. Aber wir haben die erste verhaftet, so muss es sein. Ich habe jetzt hier den Duck Fringe. Da passiert nichts mit, den kannst du bei 25 Fischen drauflassen. Ja, das ist das Schöne beim Gummiköder. Da musst du jetzt nur noch eine neue Bienenmade wieder draufpacken. Bienenmade, die packe ich hier vom Kopf her. Kalten Fingern ist das immer blöd. Ja, das ist der Nachteil im Winter, das mag ich auch nicht. Aber erstmal wieder dippen, das ist wichtig. Ja, weil der Knoblauchgeruch im Winter, der ist durch nichts zu ersetzen. Das stimmt, Knoblauch ist ja so ein richtiges Winteraroma. Da gibt es nichts besser. Aber jetzt kannst du wieder auswerfen und dann hoffe ich, dass wir gleich mal wieder die nächste kriegen. Du hast ja beim Standangeln vorgelegt, das mag ich ja so gerne. So, wirf aus das Ding, ich will was sehen. Hey Kollege, Fische da. Du hast deine Teamleute nicht im Griff, Andi, hier. Die fischen dir, wollen dir die Fische wegangeln. Ja, ich brauche da irgendwie noch so einen Teaser. Wunderbar, das war wieder ein exzellenter Wurf. Nee, war es nicht. Habe ich nur so gesagt. Ja, war. Die nächste, Andi, ich fass es nicht. Soll ich keschern? Ja, du musst. Ich muss? Okay, dann keschere ich mal. Mit einer Hand filmen und dann keschern, das ist gar nicht so einfach. Aber eingenetzt. Eingenetzt, gut. So muss es sein. Andi, sehr schön. Jörg, dein Hybride hat zugeschlagen. Ja. Jawohl, da ist sie. Da ist sie, man schön. Kann das schon sehen. So, dann mal los keschern, Jörg. Die will ich sehen. Petri, hi. Vielen Dank. Wunderbar, so kann muss es sein. Ich guck mal, dass ich da mal reinfilme. Ja, man sieht es, der hängt vorne. Und Grün-Weiß hat zugeschlagen. So muss es sein. Schöne Portionsforelle für deinen Räucherofen. Vielen Dank. Mensch, ich komme hier kaum hinterher. Jetzt ist Daniel dran. Auf diese Spoon-Geschichte. Genau. Ja, sieht man, wie der hängt. Ne? Wunderbar zu sehen bei dieser Farbe auch. Ne? Der Spoon hängt komplett frei. Der Haken, der Sitz. Ja, das hat doch schon gut funktioniert. Wenn du den jetzt noch in die Kescher kriegst, dann bin ich zufrieden. Dann bin ich zufrieden.
Mensch, die macht ja ein Herz. Ja. So. Jawohl, Petri. Dank. Also, ich muss sagen. Guck mal rein hier. Ich guck mal, ob ich das hinkriege hier. Ist sogar ein Saibling schöner, guck mal. Ein Saibling? Ja. Krass. Machen wir mal hier drüber. Ja, ich sehe. Mach ja. Den mal, versorg den mal, dann zeigen wir den mal richtig. Super. So, man muss nicht unbedingt mehr glauben, dass der Haken unten hängen muss. Ja, hier, das wie man sieht. Falle gut. Ne, oben. Das ist ein schöner Saibling, schöner Fisch. Schön gehakt. Ja, schöner und Saibling. Forelle haben wir schon, jetzt haben wir Saibling. Hm? Hervorragend. Hat auf jeden Fall schon geklappt, deine Technik. Ich habe da hier so eine passive. Mhm. Ah, die berühmte Standrute vom Andi. Ja. Und drauf? Ja. Menschenskinder. Es läuft ja. Genau. Aber das mit Pose, ne? Passive Montage mit zwei Bienenmaden. Relativ flach. Sieht man hier. Bienenmaden oben drauf. Und aber mit Pose. Nicht auf Grund. Nee, nee. Ja, dann guck mal, dass du sie auch noch in den Kescher kriegst. Dickes Petri. Ja, stand und aktiv läuft beim Daniel hier. Genau. Menschenskinder, jetzt spreche ich mal aus dem Off. Gregor ist auf Toilette. Daniel, du hast abkassiert. Ja, ein wenig. Und schon wieder. Hast du diese jetzt auf Grund hier, die Forelle, Grundforelle schleppen, ne? Oder was genau. Oder? Ich bin ja heute der Kescher-Sklave. Jörg, schon wieder. Wieder auf deinen Hybrid. Auf den Hybrid und ich habe die Farbe gewechselt. Auf Pink, oder was ist das? Pink, Blau, Weiß. Aha. Kann man auch schön sehen. Ja. Und plötzlich sind sie hier. Und zack. Mann, das habe ich drauf hier mit dem Keschern heute. Jörg, Petri. Petri, Dank. Super, schön. Mal die Farbe gewechselt. Und dann läuft es schon wieder hier. Ja, und sie stehen auch ziemlich tief heute. Weil ich so viel zu tun habe. Wieder dein Neubau-Spoon hier. Hole-in-One-Spoon mit Fringe und mal Haken anders. Ummontiert. Hole-in-One mal anders. Aber wirklich. Es läuft richtig gut mit den Wintermethoden. Menschenskinder hier. Jetzt läuft es hier. Menschenskinder. Ich bin schon ganz außer Atem. Richtig schön. Hat den Gregor ein bisschen rennen lassen heute. Ja, hier. Ich bin schon ganz außer ja. Atem hier. Denn der Andi hat auch wieder einen. Menschenskinder. Kommen wir wirklich zu nichts? Das ist schlimmer als mit dem Ewald hier normalerweise. Ja, ich wollte vielleicht auch mal ein bisschen angeln, aber ich glaube, das wird heute nichts hier. Ich muss jetzt immer vor euch keschern. Nee. Jetzt. Andi, das war wieder gut. Köder komplett weg, sehe ich. Hat voll genommen. Sieht man, ne? Ist komplett weg, der Köder. Hammer. Wir sind noch gar nicht so lange am Angeln. Das Keschernetz hier ist schon voll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Noch ein, zwei Fehlbisse. Es geht richtig ab hier im Winter. Die Jungs fangen gut. Ich wollte eigentlich auch mal angeln. Ich komme gar nicht dazu, weil ich nur mit dem Kescher hin und her rennen muss. Aber so macht Winterangeln Spaß. So bin ich dabei und ich hoffe, dass noch was geht. Und ihr seid natürlich auch dabei. Daniel, noch eine? Ja, genau. Passive Methode. Heute die tote Route da. Ja. Naja, Bonusfisch eingenetzt. Super. Du kannst es nicht lassen. Hast du die Rute vom Jörg genommen, glaube ich, ne? Kann sein, ja. Von irgendjemandem habe ich mir die genommen. Ja, ja. Und jetzt hast du hier eine. Ja, ja, so ist es. Was ist denn? Aha. Ja, es ist ein Forelle. Hier, ich gebe dir mal den Kescher. Das machst du wenigstens noch selber. Natürlich. Guck mal, ganz vorne gebissen. Ganz vorne. Eingenetzt. Liebe Leute, erster Fisch auf den Swirly. Den Namen habe ich mir gerade sagen lassen. Kann man ganz langsam führen. Ganz spitz und vorne gebissen, man kann es sehen. Und ja. Es läuft. Sehr schön. Ich muss auch mal fangen und auch wieder hier Swirly in Gold, Orange, glaube ich, ist das. Eingenetzt, auch wieder schöne Portionsforelle. Sie beißen heute wie Sau, hätte ich fast gesagt. Gibt es nicht, das habe ich selten erlebt hier. So, liebe Leute, es fängt an zu regnen, das Wetter wird eklig, aber wir haben gefangen wie Sau. Also, jeder hat mit seiner Methode gefangen.
denke ich, alles hat funktioniert, was wir uns für diesen Wintertag ausgedacht hatten als Plan oder was die sich ausgedacht hatten. Ich war ja fast nur Zuschauer heute. Und Kescher Knabe. Und Kescher, nicht Knabe, sondern Sklave heute. Ja, Kescher Sklave. Ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Mehr Fisch können wir ja schon fast nicht zeigen. Aber die Jungs angeln natürlich noch ein bisschen weiter, oder? Ja, wir werden noch ein bisschen Spaß haben, ja? Genau, wenn noch was Großes kommen sollte, dann machen wir die Kamera nochmal an. Ansonsten ist jetzt hier Schluss. Ihr wisst, wie ihr im Winter auch Forelle angreifen könnt. Könnt das nachmachen. Dabei wünschen wir euch viel Petri Heil. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.